Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Viel zu langer Titel immer noch. Die zweite Aufnahmesession. Und ja, was haben wir denn beim letzten Mal gemacht? Haben wir beim letzten Mal unser Schwert bekommen? Ich glaube, beim letzten Mal haben wir unser Schwert bekommen, ne? Glaube schon. Und es ist cool, Leute. Es ist immer noch cool. Wie könnt ihr brauchen, die zu schütteln und... Oh, das ist schön. Wir haben inzwischen wieder Skyward Sword aufgenommen und ja... Ja. Anderes Thema. Wir verfolgen ja immer noch einen Affen. Weil einer unserer Freunde hat ja den Affen verfolgt. Jetzt sind wir durch die Höhle durch. Ja, stimmt, die Lampe haben wir auch bekommen. Genau, wir suchen jetzt den Affen. Und das machen wir doch einfach mal, ne? Ohne Umschweife legen wir direkt los. Ich schau mal kurz auf die Minimap. Hi, was bist du? Wie kann ich anvisieren mit ZL? Okay. Pam, 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 pam. Oh, 5 Rubine. Nice. Cool. Hallo, Dekuranja. Was geht? Drücke irgendwie immer nach vorne, ne? Beim Schlagen. Weiß nicht, ob ich das will. Ach, das stimmt. Ich kann ja rollen. Ich vergaß. Oh, hi. Na, was geht bei dir? Ach, das ist schön. Zeller mit guter Steuerung. Ich feier's. wo ist das Ding denn hingeflogen? Warum ist meine Kamera eigentlich so... Nee, die funktioniert doch so, wie ich will. Egal. Ich dachte jetzt irgendwie, meine Steuerung wäre... Kamera wäre verdreht, aber nein. Ich habe mich getäuscht. So, hallo. Na? Was geht bei euch? Boom! Ach, ist das schön. Gute Kampfsteuerung. Ich feiere das. Pam, pam, pam. Und bam! Ach, ist das schön. Tschüss. Achso, die sterben einfach. Instant. Vogel? Eine Fledermaus oder was auch immer du bist. Und? Ach komm, jetzt wollte ich aufladen. So cool, elegant. Aber hat nicht funktioniert. Okay. Menge Gegner hier, ne? Merke ich gerade. Oh, weil Geld. 64 Rubine, nice. Es läuft. Wow, also Gegnermassen, ne? Aha. Das ist eine Dekunuss eigentlich. Au. Das weh. Das war echt Dekunuss, ne? Puff. Ah, cool. Aber da kommen Kerne raus. Sehr gut, aus Dekunüssen kommen Kerne, ne? Ist schon irgendwie logisch. Bam! Boom! Warum macht er eigentlich keine Wirbelattacke, wenn er es soll? Ah. Muss länger aufladen, ich verstehe schon. Okay. So, ich wollte nämlich hier hinten eigentlich schauen, weil hier gibt es nämlich irgendwie einen kleinen Gang, habe ich gesehen. Auf der Minimap, hallo Fledermäuse. Na, was geht? Au. Sogar mit extra Sequenz. Jetzt bin ich gespannt, wo ich jetzt rauskomme. Map sagt mir nicht viel. Zack! Boom! Nice. Oh, mit schöner Steuerung. Ich feiere das. Es ist essentiell eigentlich für ein Spiel, aber es ist halt einfach so auffallend. Im Vergleich zu meinem Spiel, was ich davor gespielt hatte. Ein kleiner Schlüssel. Schön. Au. Okay, das war ziemlich random. Einfach so ein kleiner Schlüssel. Boah, ich hab dich mal... Link, please. Ich hab dich mal die Tür gesehen, wo ich den Schlüssel für bräuchte, aber egal. Ist ja egal. Oh, hi. Na, was geht bei dir? Wir haben schon bei 76 Rubine. Das läuft, ne? Kann man sagen. Komm her. Hi, du. Na, was geht bei dir? Bam. Boom. Ha, ha. Ach, ist das schön, Leute. Zack, zack, zack. Könnte ich den ganzen Tag machen gegen den Schnetzel. Puff. Das sind nutzlose Fledermäuse, die nach einem Hit sterben. So, hier soll ich wahrscheinlich durch, hä? Was steht denn hier? Zum Waldschrei. Lampe nicht vergessen. Ölverkauf weiter vorne. Ah. Ach, hier brauche ich den. Achso. Hi. Na, was? Geht bei dir. Ach, schön. Vor allem
ich muss nicht sagen, oft ist ja das Gamepad störend, aber ich muss sagen, mit dem Gamepad spielt sie es echt gut, dieses Spiel. Das war bei Hyrule Warriors, wo ich das letzte Wii-U-Spiel, was ich gespielt habe, das ist eigentlich traurig. Wobei, nein, das letzte Wii-U-Spiel war Bayonetta, aber das habe ich mit dem Game, mit dem Pro-Controller gespielt. Das wäre wirklich nicht auf dem Gamepad gegangen. Aber das Spiel, das geht echt mit dem Gamepad zu spielen, finde ich gut. Weil ich mag eigentlich das Gamepad, es ist eine gute Idee. Es ist halt ein bisschen klobig in der Hand. Aber es ist halt dafür gedacht, dass man quasi das Gamepad als 3DS verwenden kann. Weil man kann ja das Spiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, welcher Knopf war es? So, kann ich ja das Spiel komplett auf mein Gamepad spielen. Und das ist halt auch cool, ne? Der braucht halt Strom wie sonst was, aber ist egal. So, wir machen weiter. Später! Jetzt noch kaufen! Kauf noch was! Was soll ich denn kaufen? Willkommen! Kauf was! Was soll ich denn kaufen? Geld einfach in die Kiste werfen. Ah, okay. Wie viele Flaschen habe ich denn? Eine. Was ist denn das? Lampenöl, 20 Rubine. Der nächtliche Wald ist finster und gefährlich. Lass dein Öl nicht ausgehen. Wird auf Wunsch in eine Flasche oder direkt in die Lampe gefüllt. Okay. Ich hole mir mal ein bisschen Öl. Du füllst Öl. Nice. Pack mal weg das Ding. Dankeschön. Und das Ding hole ich mir, glaube ich, auch. Komm, was soll denn der Spaß? Was ist das? Das ist doch bestimmt hier rotes Elixier. Jawohl. Sud aus Pilz und Gräuer zur Wiederherstellung deiner Kräfte. Beliebt den ganzen Heilbuch. Wird auf Wunsch in eine Flasche gefüllt. Komm, das mal, wir haben das Geld. Bam, bam, badadabam. Wenn wir so bis zu 8 Herzen aufzufüllen. Cool. Dieb. Was? Au! Du Kackvogel. Hab ich den jetzt ernsthaft geklaut? Ich wollte ja schon das Geld reinschmeißen. Was ist, wenn ich jetzt das Geld reinschmeiß? Radieb! Also wie viel wolltest du nochmal? 30, ne? Oh, wie großzügig! Ich klau doch nicht hier, was soll denn das? Drills laden, Geld bitte in die Kiste werfen. So, bist du mir jetzt doch freundlich? Wer weiß, wozu es gut ist, ne? Vitamin B, Leute. Vitamin B. Ist wichtig, auch wenn es nur ein fucking Vogel ist. Wichtig. Habt ihr mal wieder was fürs Leben gelernt? Immer gut stellen mit Leuten, die man trifft. Man weiß nie, wozu die irgendwann mal nützlich sein können. Ja. So läuft das, Leute. So, jetzt brauche ich ja ein bisschen Herzen, weil der Vogel hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich kann während des Rennens mein Schwert schlagen? Wie geil ist das denn? Wie cool. Ey, schau euch das an. Das ist ja richtig nice. Ich kann durch die Gegend laufen und... Boah, ist ja voll nice. Das feiere ich ja gerade. Da kann ich ja voll im Gras... Rasenmäher spielen, das wollte ich eigentlich sagen. Bam, 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 bam. Na egal. Kiste! Habe ich gehört. Hallo? Pff, Link, please. Einfach aufgetreten. Und 10 Rubine. Cool. Interessant Musik hier. Ich mag das. Oh. Ich rette dich, Kollege, wie auch immer du hießt. Ich hab deinen Namen wieder vergessen, sorry. Da unten geht's rein. Kann ich da drüber? Nein, kann ich nicht. Kann ich echt nicht? Wow, die That Invisible Wall. Okay. Hi. Na, Friends, was geht bei euch? Hoa, das war ein cooler Move. Und BAM! Ach, schön. Zeller mit guter Steuerung, hab ich ja schon mal erwähnt. Nein? Hallo? Hilfe, hol mich heraus. Affe? Möchtest du auch? Link, hol mich heraus. Ja, wie?
Darf ich jetzt das Kind verprügeln? Der Affe freut sich. Schön. Wenn du nicht gekommen wärst, Link, hätten die mich bestimmt zusammen mit diesen Affen aufgefressen. Es ist übrigens ein ziemlich nettes Tierchen. Ich wollte mich beschützen und dann sind wir zusammen hier eingesperrt worden. Du, Link, ich sag meinem Vater nichts von dieser Sache hier, ja? Er sagt uns immer, wir sollen bloß nicht in den Wald gehen, weil es dort viel zu gefährlich ist. Also bitte sag ihm nichts davon, ich versprich es mir. Link? Achso. Colin hat mir erzählt, dass Taro im Wald verschwunden ist. Da bin ich so schnell wie möglich hierher gekommen. Aber ich glaube, du hast ihn schon nach Hause geschickt. Vielen Dank. Dieser Wald ist irgendwie seltsam geworden, findest du nicht? Hoffentlich passiert nicht noch Schlimmeres. Aber Link, morgen wirst du endlich nach Schloss Hyrule aufbrechen, nicht wahr? Ich denke, es ist gut, dass ich dir diese Aufgabe übertragen habe. Viel Erfolg, pass auf dich auf. Und wenn du Glück hast, triffst du vielleicht ja sogar Prinzessin Zelda. Mit ganz viel Glück. Ich stiere gerade auf den Titel. Naja, egal. Weide. Nächster Tag, nehme ich an. Hey, Link! Yo. So, Link, langsam ist wohl Zeit für den Aufbruch. Wollen wir heute ein wenig früher Schluss machen? Können wir. Gerne. Ist da was? Hallo, Epona! Schön, dich zu sehen. Ein wunderschönes Pferdchen. Also gut, auf geht's. Es geht los! Muss ich das jetzt machen? Okay. Au! Du scheiß... Was zum... Du scheiß Ziege, was willst du denn von mir? Ach, hallo? Ich glaube, es hackt. So, ab in den Stall mit euch, ihr Ekelhaften. Ich glaube, es hackt. So, und jetzt noch euch zwei hier. Ab in den Stall mit euch. Thank you. Merkt man, dass du ein echter Profi bist. Du bist 208 schneller als sonst. Also gut, genug getan. Was? Also ich frage mich, wie es dort wohl aussehen mag. Ich muss wissen, ich bin auch nie so richtig aus diesem Dorf rausgekommen. Man kann dich wirklich beneiden. Tja, ich bin halt einfach cool, ne? Wusch! Oh, Link, schon fertig für heute. Und einen schönen Feierabend. Das Geschenk für den Hof ist schon vorbereitet. Du solltest dich jetzt auch für die Abreise bereit machen. Immerhin hat der Hof von Hyrule selbst um dieses kleine Geschenk von unserem Dorf gebeten. Da wäre es doch unziemlich, wenn der Repräsentant Ordon zu spät bei Hof erscheint, oder? Ihr habt einen weiten Weg vor euch. Also passt. Passt mir gut auf, Link, auf. Aber was ist das? Was soll das? Das hat mich dieses Jahr verletzt. Link, hast du Epona wieder zu grob angefasst? Aber... Ilia, ich hab's weggeklickt. Vater!
Kannst du das so etwas nur sagen? Du bist der Bürgermeister, also zeig auch etwas Verantwortungsbewusstsein. Armes Kleines. Keine Sorge, Epona, ich bringe dich gleich zur Quelle im Wald. Lichtgeist, der dort wohnt, wird deine Verletzung sicher gleich wieder heilen. Wir müssen nach Hyrule. Aber Ilia! Ohne Epona kann Link das Geschenk doch nicht rechtzeitig abliefern. Wirklich, dieses Kind. Dann zu Fuß? Oder hinterher? Was soll man da als Vater machen? Ohne Epona kommst du nie nach Hyrule, um unser Geschenk abzuliefern. Eine Ziege bricht aus! Sie läuft ins Dorf, halten sie auf! Was? What the fuck? Grr, ist doch wieder ein Verlust für unser Dorf. Musste doch mal einen Kantenfaden nicht allein lassen. Wenn du mit A eine packst und dann A gedrückt hast, um sie in die Knie zu zwingen, wird sie schon zur Vernunft kommen. Bist du es, falls noch eine von den Ziegen durchbrennen will? Okay. Ja, das weiß ich doch nicht! Leute! Klaut ihr mir einfach mein Pferd! Es ist mein Pferd, nicht deins! Du Ilia, oder wie auch immer du hier heißt. Du Link, gehst du zu Ilia? Ich würde ja auch, aber die anderen, du Link, sollen wir nicht zusammengehen? Ja, dann komm mit. Link, wir haben auf dich gewartet! Gestern war es so toll! Den Affen jagen, das hat wirklich Spaß gemacht! Den hätte ich auch Maro gerne mal gezeigt. In Wirklichkeit hat er aber doch nicht gefangen, oder? Und du, Colin? Alles ist rausgekommen, nur weil du gepetzt hast. Und Papa hat uns ganz doll ausgeschimpft. Total übel war das. Du willst doch sowieso nur zu Ilia, oder? Aber hier kommst du nicht so leicht vorbei. Aber sag mal, Link, willst du mir nicht dein Holzschwert leihen? Wenn ich das nur gestern schon gehabt hätte, dann wäre ich auch ganz allein zurechtgekommen. Na los, gib schon her! Nein? Aber warum denn? Ist doch nicht so frei. Komm, gib schon. Wir bleiben hier, solange bis du das Holzschwert rausrückst. Warum? Der Metroid-Effekt. Ich verliere mein ganzes Ausrüstung. Ihr kleinen Drecksplagen. Colin, du musst Link auch sagen, dass er uns das Holzschwert geben soll. Sonst lassen wir euch hier nicht vorbei. Dass mein eigener Bruder so gemein sein kann. Jetzt sei nicht so, Link. Gib uns schon das Schwert, wir passen gut auf. Nein! Aber warum denn? Ich wusste gar nicht, dass du egoistisch bist. Ihr Drecksplagen! Ah! Was machen wir eigentlich? Nein! Ah, Eichhörnchen! Leute, Eichhörnchen! Cool. Ihr Drecksplagen! Ihr kriegt gleich eine verpasst, wenn ihr so weitermacht. Colin, sag du ihm auch, dass er das Holzschwert... Was machen wir eigentlich? Ah, gut. Ah, super. Dieses Schwert zeige ich ihm. Drecksplagen. Link. Danke. Ja, dann sind immer so gemein zu mir. Steht gar nicht, was so lustig dran sein soll, so ein Ding durch die Gegend zu springen. Das ist doof und gefährlich. Wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie du, Link. Ich würde gerne reiten. Kannst du mir das nicht beibringen? Ja? Versprochen, ja? Und jetzt ernsthaft mein Schwert geklaut? Ich hasse euch. Gib mir mein Schwert zurück! Ich wollte auch Mara mal zeigen, wie gut ich geworden bin. Wenn ich gestern nur diese Schatzschwäche hatte, hätte ich diese Affen... Hast du nicht gesagt, du hast den Affen erwischt? Zusammen mit Link? Also komm schon, üben! Link, da bist du ja wieder! Sag mal, stimmt das? Du darfst wirklich nach Schloss Hyrule? Was? Ich will auch nach Hyrule! Ich meine, hier im Dorf ist doch wirklich nichts los! Dann behalte halt mein Schwert, du Eichhörnchen! Behalte doch mein Schwert, ich will's gar nicht haben! Doch eigentlich schon. Mein Schwert wieder haben. Das finde ich gemeint von euch. So, und du, ne? Die habe ich jetzt noch eine Rechnung offen. Warum klaust du mir einfach mein Pferd?
Emilia, du weißt gar nicht, was gestern passiert ist, oder? Weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann, aber lass es mich versuchen, ja? Inzwischen kannst du durch den Tunnel dort hinten... Nein, Krieg, ja, den haben wir schon entdeckt. Deswegen ist also da ein Tunnel. Hey. Na dann, klärte wir halt nochmal. Jetzt sind ja auf einmal Rubine. Logisch. Oder waren da vorher auch schon Rubine? Weiß es nicht mehr. Krieg, 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 krieg. Ich muss den Part beenden, ne? Ah, die Cutscene machen wir jetzt noch, würde ich sagen. Oh, die Musik. Die Musik kommt aus diesem Spiel? Ernsthaft? Oh, cool. Was? Ich wusste gar nicht, dass da... Ach, sag mal, Colin. Oh, die Musik kommt aus diesem Spiel. Ist ja voll cool. Ibona, Ring ist dir also immer noch lieber als ich. Nach allem, was er dir angetan hat. Sei ganz beruhigt, Link. Es ist glücklicherweise keine schlimme Verletzung. Wir können also zusammen reisen. Nur eines, Link. Eines musst du mir versprechen. Egal, was dir auf der Reise passiert, pass gut auf dich auf. Komm einfach nur wohlbehalten wieder zurück, ja? Okay. Ich hätte den Bad beenden sollen. Glaube ich. Ja? Thank you.
Okay. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich den Part beenden. Ob es wohl klug ist, so ein knurriges Gesicht zu machen. Das war ein Jammer. Ich hätte dir so gerne geholfen, wenn du ein braves Hundchen gewesen wärst. Gut so. Gehorsamkeit gehört schließlich zum Wesen der Menschen. Aber du bist kein Mensch mehr, sondern eine wilde Bestie. Ach so. Na, bist du ein braves Hundchen und jetzt... Jetzt sei schön ruhig. Überrascht? Ah, wo sind wir hier nur hingekommen? Komm zu mir, dann kann ich es dir zeigen. Okay, Leute, ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle erstmal den heutigen Part. Und ja, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.